So, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Wrath of the Lich King Folge 210. Hier ist unser letztes Viech, das wir zu erledigen haben. Und danach gibt es eine Escort-Quest, die ich in diese Folge verschoben habe, weil die natürlich etwas länger dauert, wie es die Escort-Quests so an sich haben. Wenn wir die abgeschlossen haben, haben wir bestimmt schon wieder 5 Minuten hinter uns. Ach stimmt, der will die Vorräte anzünden, ne? Der Vogel, der will die Vorräte anzünden. Okay, dann machen wir das halt. Na gut, dann. Oh, über die Dinger hier, okay. Alles klar. Solange du jetzt nicht da hochspringst, ist alles gut. Hier, das will er anzünden. Und da haben die natürlich was dagegen. Aha, geht über die Zelte. Ja, dann zünd mal an. Jawohl, sehr schön, hast gut gemacht. Und nun? Auch da angezündet, okay. Ja, ja. Jetzt sind wir aber echt die Themen ausgegangen. 80 Jahre und Fernsehen hatte ich ja jetzt am Ende der letzten Folge noch so ein bisschen. Und ja, es war schön. Alles da, also nicht alles. Aber war viel schön. Wir haben viel mit Lego gespielt in der Kindheit, viel mit Playmobil. Damals war Lego halt auch noch richtig Lego. Das war noch rein. Heutzutage gibt es ja von Lego Futz und Feuerstein. Ja, alles mögliche Zeug und immer mehr. Man hat irgendwie das Gefühl, dass bei Lego immer weniger gebaut wird und immer mehr so vorgefertigtes Zeug da ist. Und ich sag, wieso? Ich meine, gut, ich habe jetzt auch schon länger jetzt nicht mehr nach Lego geguckt, aber eine Freundin von mir hat ihrem Sohn zum Geburtstag beispielsweise so einen Lego-Roboter geschenkt, den kann er selber programmieren. Da habe ich auch gesagt, what? Was ist denn das? Wo gibt's denn sowas? Das gab es bei uns nicht. Bei uns war es das höchste Lego-Technik, so mit Pneumatik, zum Drücken, ja, da hat sie eben vorne die Baggerschaufel gehoben, beispielsweise. Aber hier mit Programmieren und Zeug hatten wir nicht. Aber cool ist, aber sauteuer. Sauteuer. Ich habe gedacht, boah, das kann doch Lego nicht kosten, das geht doch gar nicht. Da habe ich letztens, auch von Lego, da ist so ein Lastwagen gesehen, der hat auch, ich glaube, der hat 200 Euro oder 150 Euro gekostet irgendwie. Ein Lastwagen, der dann voll so fahrmäßig unterwegs ist. Ich habe gedacht, Leute, was ist los? Was mit den Kosten? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, und Playmobil-Zeug. Ich habe jetzt gelesen, es gibt da jetzt, glaube ich, sogar schwangere Playmobil-Figuren. Gab es bei uns nicht. Bei uns haben Männlein und Weiblein nahezu gleich ausgesehen. Ich glaube, die einen hatten sogar noch ein bisschen Rock oder so. Aber abgesehen davon. Und die Figuren, das wird immer. Das war zu meiner Zeit, in 80 Jahren, war es alles ein bisschen puristischer noch. Da war nicht so viel zwischendrin. Aber war wirklich. Oder Matchbox Odolin. Hallo? Ah, scheiße, ich habe ein Leck. Och nee, bitte nicht wieder abschmieren. Oh Gott sei Dank. Oh, das wär's gewesen, ja, hier mitten im Ding abschmieren. Nee, so fangen wir es gar nicht an. Liebe Freunde, komm, wir fressen mal noch eine Rolle und noch eine Rolle. Wir müssen Platz haben, verkommen lassen wir nichts. So. Ja, Fernsehserien, wie gesagt, hey, Level 71. Dankeschön. Sehr gut. Ja, wir hatten ja nur die ersten drei Programme daheim. Weil mein Vater war strikt gegen die Piraten. Wenn ich mal Privatfernsehen angeschaut habe, war das eben bei Freunden. Huch. Oh, jetzt hätte ich ihn fast stehen lassen. Das wäre ungünstig gewesen. Ja, aber das war nicht das Schlechteste, weil so haben wir wirklich relativ gute Unterhaltung auch mitbekommen. Auch kindgerechte Sachen eben, weil die Öffentlich-Rechtlichen damals eben noch ihren Auftrag ernst genommen haben. Ja. Inzwischen ist es ja alles, also zu Zeiten, gut, Frontal 21, jetzt keine Kindersendung. Aber ich habe ja schon mal erzählt, im Kinderkanal, dieses, wo der junge Mensch mit ihren Ängsten so konfrontiert werden. Ja,
Also, ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Sowas im Öffentlich-Rechtlichen. Boah, Alter, ey, geht gar nicht. Halt, ich will meine Belohnung. Renn doch nicht weg, Hallo? Du blöder Kackvogel. Ich nehme mal den Zerkracher mit. Ja, Bericht erstatten, das kann ich schon noch. Naja. So, gut, zwei Bericht erstatten. Ich glaube, hier unten im Hafen sind wir jetzt dann fertig und müssen dann demnächst hier hoch. Gut. Würde ich aber sagen, reiten wir nach unten in der Folge, holen uns hier noch den Flugpunkt und gehen hier dann in die jeweilige Gaststätte rein. Das dürfte sich ausgehen. Wie prognostiziert, 5 Minuten, also jetzt dann bald 6 Minuten, die wir in der Folge schon haben. Ich bin ganz Ohr. So, Meldung. Was hattest du noch? Rechnung begleichen? Sieg für Sylvanas. Ach, in Utgard. Ach, das ist der erste Utgard-Ding. Okay. Gut. Das andere ist bei ihm da hinten, ne? Oder? Ja. Alles klar. Ach, nochmal was zum Prügeln. Dankeschön. Ach so, Inventar ist voll. Ja, dann erstmal verkaufen. Verkaufen. Den Müll raus. Sehr viel Müll eingesammelt hier, oder? Wahnsinn. Die Waffen müssen wir noch vergleichen. Das sind tendenziell Dinge, die wir verschicken. Schild, ne, brauche ich nicht. Ich werde nicht tanken. Sehr viel Stoff haben wir. Der 25 Ausdauer. 25 Stärke, 91 Ausdauer, das ist auch nicht unbedingt verkehrt. Angriffskraft 28, da ist unsere besser, ja, ist unsere besser, tun wir den weg. Gleich die Buchbände behalten wir mal noch. Okay, gut. So, dann holen wir uns hier unsere Belohnung ab. Okay, sehr schön. Keine Folgequest. Das ist gut. Und von hier aus könnten wir jetzt fliegen da oben. Dann gehen wir da unten rum jetzt. Okay. Die dunkle Fürstin schütze euch. Die dunkle Fürstin schütze euch. Ja, macht's ja, macht's ja. Krieg dich wieder ein. Ja. Ja, ich komme jetzt langsam in das Alter. Da kann ich davon reden, wie schön es früher war. Na gut, eigentlich noch nicht. Da fehlen mir noch 20 Jahre, wenn nicht 30. Aber ich habe es letztens zu mir gesagt, ich sag ja manchmal Dinge zu mir, habe ich zu mir gesagt, Junge, jetzt kommst du dann in das Alter, wo der Großteil der Bevölkerung jünger ist als du. Ja, wenn man so den Zenit erreicht, also beziehungsweise die Hälfte erreicht und über der Hälfte gibt es dann immer mehr Leute, die jünger sind als man selbst. Das heißt wohl dann im Endeffekt auch, man muss sich tatsächlich auch mit den jüngeren Leuten auseinandersetzen, weil die sind irgendwann auch in der Überzahl. Wenn ich dann als 80-jähriger Knacker da sitze, dann, ja, dann gibt es nicht mehr so viel junges Gemüse. Hallo, Sie, ich soll mich bei Ihnen melden. Ach ja, das war das mit den Leuten da. Hm, genau, mit den Leuten. Kann ich euch helfen? Lager der Winterhufe. Das ist da oben dann. Gut, das machen wir jetzt aber nicht. Wie gesagt, wir wollen uns erstmal jetzt den Flugpunkt da unten holen, obwohl wir eigentlich noch genug Zeit hätten, muss ich sagen. Wir können aber auch zu den Winterhufen dann hochfliegen. Ja, ist egal. Was sollten wir denn für den eigentlich machen? Leichen aufspießen, aber denn wir haben einen Banner mitbekommen. Wir haben Bruce Banner mitbekommen. Oh mein Gott. Na, da. Na gut. Und wo ist der? Da oben irgendwo. Servus. Grüezi. Ach, du bist es, ne? Hier irgendwo. Ulf. Ulf. Hallo, Ulf. Jo, ich muss dich aufspießen, Ulf. Jo, so sieht's nämlich aus, Ulf. So. So, zack, schieß, aber den Ulf aufgespießt. Der Ulf ist halt ein Kerl gewesen. Heide, Mutter.
Ich habe mit dem Ulf mal Gulf gespielt. Oh Gott. Wird echt sein, dass du ins Bett kommst, alter Mann. Da ist der Ulrik. Der Ulrik. Der Ulrik macht in seiner Freizeit gerne, Achtung, Mörderwortwitz, Origami. Ei. König Wortwitz ist wieder unterwegs. Der gute König Wortwitz. So. Ah, das geht ja wirklich ratzi fatzi hier. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht sterbseln. Fesseln unsere Selbstheilungskräfte einfach. Und metzeln ein wenig hin. So, wo ist der Letzte? Der muss auch da unten hier schon, wo sei der Gunnar? De Gunnar, ne, wer kennt De Gunnar nicht? De Gunnar ist noch einer von hier Nils Holgersson. Da hieß doch einer von diesen Gänsen Gunnar. Ne, Gunnar. Ja, Nils Holgersson. Auch eine Fernsehserie meiner Kindheit. Hey, wo ist denn De Gunnar? Hey, ist De Gunnar da unne? Hey, da musst du gucken. Musst runter gehen. Musst ein bisschen bodisch reden. Komm, lass uns mal gucken, wo De Gunnar ist. Ayo. Alla, in Quellheim, ich glaube nicht, dass der da ist. Nee, der ist da nicht. Warum ist der da nicht? Ah ja, war. Ist das der da? Aber man sagt ja, badisch ist das, was die Leute denken, die nördlich von Frankfurt wohnen, wenn sie glauben, man schwätzt Schwäbisch. Das ist dann badisch. Weil ich sage mal, so rechts badisch oder so rechts schwäbisch, das verstehe ich ja nicht. Und auch badisch hat ja, habe ich aber auch schon mal erklärt, verschiedene Unterteilungen. Weil es gibt ja dann auch das Alemannische und das, ich weiß gar nicht mehr, was alles gibt. Na, also in Freiburg unten sprechen sie beispielsweise ein anderes Badisch als in Karlsruhe. Oder schon in Rastatt sprechen sie ein anderes Badisch. Und das zieht sich dann. Also ich glaube, es gibt insgesamt vier, lass mich lügen, ich glaube vier verschiedene badische Dialekte dann wieder innerhalb des Dialekts. Ei, muss der Gunnar? Wo ist der dreckige Gunnar? Gibt's doch gar nicht. Wo ist denn der? Mei, oh mei, oh mei. Oder ist der da weiter oben? Oh, Heimatland, oh, Schwabeland. Was zeigst du nicht am frühen Morgen schon von deiner schlechtesten Seite? Ich weiß nicht, wo der Blöd Gunnar ist. Stand es irgendwo dabei? Steht nichts dabei. Er muss irgendwo sein. Wir haben ihn nicht umgebracht. Ich gehe jetzt mal da rein und guck mal. Gunnar, bist du da drin? Ne? Hast du dich versteckelt? Nette. Gunnar, an der Body gilt's nicht. Und was ist Body? Bode ist der, da wo man euch nicht fangen darf. Das ist Bode. Ich bin doch an der Bode gestanden, das ist aber unfair. Ah ja. Der Blair halt. Ich gucke jetzt trotzdem mal nach da unten, nach dem Gunnar. Hallo, habt ihr den Gunnar versteckelt? Nein, sie nicht. Naja, Heiland, sagt noch einmal, aber auch. Wo ist denn der Schere Schleifer? Die Hände haben bestimmt umgebracht, als sie nicht geguckt haben. Wird Zeit eine schwäbische Folge oder so, ne? Das war also eine schwäbisch-badische Folge. Hände Gunnar hergemacht, als ich nicht nachguckt habe. Ich denke, die wird verrückt. Nachgestanden hat ein Blärt. Der muss da sein. Siehst du, die Zeit, sie verrinnt. Wir haben nur noch 5 Minuten, mein Kind. Und wir müssen noch da runter. Gunter.
Ah, sehr fix. Es gibt nur einen Gunnar. Einen Gunnar. Bist du der Gunnar? Komm, sei der Gunnar. Ja, das ist der Gunnar. Hallo Gunnar. Der ist aber nett, dass du vorbeiguckst. Versteht für ein Schnäpsle und einen Kaffee. Bist so auf dem Sprung, ne? Du hast schon mal schon reinguckt, ne? Der Gunnar hat noch schon reinguckt, ja. Keine Zeit für uns. Siehst du, wie schnell der dich spornt, der Gunnar? Na, da ist mal Bescheid. Gelletze, Gelletze. Hahaha, Gelletze, Gelletze. So. Also, nauf auf den Gaul und auf. Zum Dickerle. So, haben dein Leid umgebracht. Was ist denn jetzt los? Ah, komm, Motzekar ist woanders. So, Dille. Nehmen wir den Fänger mit. Quälheim, ja, Quälheim muss brennen. Ja, aber heute brennt Quälheim nicht mehr. Ja, noch keine Zeit mehr. Draußen. Schkehrwoch. Ja? Für den Bürgersteig schon aufgeklappt. Also, jetzt machen wir mal ein bisschen Nahre, dass wir dahinter kommen. Wir die Rolle auseinander machen können. Ne? Ist Zeit. Ja. Dann gehen wir ins Nest. Ja. Ach ja. Nivelwar. Ich war in Nivelwar da. Oh nein, du Anna, sind wir Nivelwar vorbeigekommen. Ich kann es nicht glauben. So, nee, Sex ist nicht meine Sprache. Das kann ich nicht gut. Na gut, dann gehört doch nicht viel dazu. Aber hey, dieses Ohr kann ich ein bisschen, aber so die sächsischen Begriffe sind mir natürlich kein Begriff. So. Ah, Kunden tun wir mal anders. Denn die Zeit, sie geht herum und kommt nicht wieder. Ja, da gibt es auch diese, na, den Erfolg mit so und so viel Truthähne killen, aber das könnte man auch beim Pilgerfest irgendwie machen. Also. Ist jetzt nicht so. Ich hoffe, die haben in der Wirtschaftle, wo wir uns einstellen können. Bäsewirtschaft. Ah, ja, wa. Oh, da geht's aber nunder, mein Lieber. Da nunder fall schnapp ich he. Ja. Was ist dein letzter Schnaufer da? Sind wir eigentlich noch richtig? Ja, da unten ist. Da unten ist das Lager. Stinktierle. So, ihr Schnagehuster, macht's da auf, ich komm. Macht dir auf. So. Hab er mich vermisst? Bissle wenigstens. So, komm her. Was jetzt? Was jetzt? Schlammergosch, komm her. So, ich brauche jetzt den Flugpunkt noch. Hey, wir sind sogar pünktlich. Jetzt können wir hier überall, ne? Da, genau, da habe ich ja geholt alles. Sehr schön. Dann stellen wir uns jetzt da hinten in die, oder hier in die, zum Gastwirt rein. Hier müssten wir es eigentlich auch auslocken können und Rested Bonus bekommen. Sollen wir noch kurz gucken, was wir hier talentmäßig verteilen? Ich würde sagen, wir machen die geweihte Wut nochmal, ne?
So, okay, gut, dann war es das jetzt aber für diese Aufnahmesession. Ich muss jetzt mal gucken, wie viel Platz noch frei ist auf der Platte. Dann werde ich morgen entweder die Platte noch voll machen mit WoW, das dann rendern oder danach erst Unravel weitermachen oder noch ein paar Folgen Unravel machen. Aber tendenziell eher erstmal wieder ein paar Folgen WoW und dann Unravel so quasi abwechselnd die Platte voll packen. Jo, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch wie immer einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr zuschaut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.